Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt. Beim letzten Mal, also gestern, war dran Ghostbusters, heute ist dran Ghostbusters 2, yeah. Mal schauen, weil der erste Teil war ja wirklich unter aller Sau, der war richtig übel. Und ich sag's auch selten, es war richtig übel. Und ich hoffe, Teil 2 wird besser. Teil 2 ist von Activision, genauso wie der erste Teil. Und naja, ich glaube, viel schlechter kann es nicht werden. Also mal schauen. Hier zumindest das Intro ist schon mal wesentlich hochwertiger als über Teil 1. Sehr gut. Na dann schauen wir mal rein. Ah, das kann man sogar zu zweit spielen. Der Slimer ist auch da. Wunderbar. Oh, hier wird ein bisschen Story erzählt. Das freut mich natürlich sehr. Kennen wir natürlich all die Story. Gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der noch nicht Ghostbusters gesehen hat? Ah, wie geht das? Was mache ich da? Uah. Hä? Wie geht das? Ich habe keinen Schimmer. Geh weg, du Klumpert. Aha. Und tot. Ich bin mir nicht so sicher, was Freund und was Feind ist. Also diese Spinne bringt mich um. Wieso bringt mich diese dumme Spinne um? Game over? Echt jetzt? Game over in unter einer Minute? Ai. Was ist mit dieser Spinne? Ich will diese Spinne fertig machen. Kann ich hüpfen? Wieso jetzt juckt die Spinne null? Zero. Start ist man. Was ist Start? Aha. Aha. Balle war das, aber hä? Schon wieder tot, ich check's nicht. Was ist denn da? Die dumme Spinne. Was soll das mit der Spinne? Come on. Okay, ich habe da eine Falle mit Start. Ah, die habe ich jetzt weggeschossen. Start. Falle. Das ist doch der Slimer, der ist doch lieb eigentlich, oder? Was ist los mit dem Slimer? Verstehe ich nicht. Okay, ich renne jetzt einfach mal von der Spinne weg, Waldos. Okay, das funktioniert so auch nicht. So, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Come on. Ich meine, liegt da. Was mache ich falsch? Okay, ich versuch's nochmal. Start ist Falle schießen. Die Spinne hat mich instant. Was ist das für ein Spielelement, diese Spinne? Ist sie unbesiegbar? Diese kleine Minispinne? Geister abschießen, null Problemo. Minispinne kill instant. Okay. Muss man vielleicht einfach so hinnehmen. Slimer tötet mich auch. Aber Slime ist doch lieb. Das ist doch Slimer, oder? Ist das was anderes? So, dann mal von der Spinne wegrennen. Aha, und unabsichtlich reingehüpft in den Mister. Aha, irgendwas eingesammelt jetzt. Irgendwie kann man so schräg schießen, aber es gelingt mir nicht so gut. Aha. Boah. Ich check's nicht. So, da. Spinne kam rein da. Hey, Spinne, ich ist unbesiegbar offensichtlich. Ich kann die Spinne nicht abschießen. Ich kann die. Thank you.
Okay, jetzt reicht's. Jetzt mache ich's. Jetzt bringe ich's. Boah, das Ghostbusters zuerst so mies ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht ist es nicht mies und ich check's nicht. Das, die Möglichkeit besteht. Aber. So, eingesammelt da. Blöde Spinne schon wieder da. So, da einsammeln hier. Was? Jetzt habe ich mich selbst mit der Falle getötet. Das geht. Nein, Leute, das ist einfach. Wem soll das Spaß machen? Irgendjemand getestet, ob dieses Spiel Spaß macht. Darf man ohne Schießen einfach nur versuchen durchzukommen? Ah. Was ist, warum, was hat mich jetzt erwischt? Hat er irgendwas eingesammelt hier? So, ne? Was auch immer das ist. Eingesammelter. Und weggekickt. Ah! Aha. So weit bin ich noch nie gekommen. Angst. Sehr gut. Wenn man den Gegner sieht. Ah, sie kommt, die blöde Spinne. Ah, die Hand. Nein, Leute, das ist einfach. Das ist das für ein Gameplay. Das ist einfach Mist. Das ist überhaupt nicht. Okay, es gibt Punkte. Das ist überhaupt nicht klar kommuniziert. Ich meine, was soll der Schmoren mit der Spinne da unten? Warum kann ich über dieses Ektoplasma nicht gehen oder was auch immer das ist? Es ist einfach wahllos irgendwas, Leute. Ah, so ist Red ein gutes Vorgehen. Einfach immer so fest drauf, so in die Richtung. Ein Stück höher noch. Jetzt check ich langsam auch die Steuerung. Trotzdem tot. Macht nichts. Ein bisschen weiter runter noch zielen. So. Damit man die Geister abschießt und gleichzeitig aber auch die Extras bekommt. Ich muss nur aufpassen, wenn die Hand kommt, muss ich springen. Mal schauen, ob das funktioniert. Sehr gut. Hupfen! Ich hab ihn doch gesprungen! Bart! Nochmal. Boah, das ist so mies, das hätte ich nicht gedacht. Boah, zum Glück hatte ich das damals nicht. Ich habe mir vorhin gedacht, schade, dass ich das nicht hatte. Ghostbusters fand ich immer voll cool. Und dann so ein Mist. Und dann alles platt machen hier. Warum kann ich die nicht ein... Alle kann ich abschießen, das eine Ding kann ich nicht abschießen. Warum kann ich dieses Zeug nicht abschießen? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Kann ich das eigentlich mit der Falle? Nö. Wir wissen, ob ich das mit der... Geil, da kommt die blöde Spinne. Ai. Gut, letzter Versuch. Wusa, Wusa. Nicht aufregen. Ist nur ein schlechtes NES-Spiel.
Die Slimer nerven nicht hier. Die Sprungdinger sind nicht wirklich berechenbar. Was bringen mir diese Geister zum Einsatz? Ah, jetzt kommt der Slime von hinten plötzlich. Gleich muss ich springen, glaube ich. Gleich kommt die dumme Hand. Komm an, dumme Hand. Wo bist du? Hand, 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 Hand. Wann kommt die Hand? Konzentriere mich voll auf die Hand. Jetzt! Ah, geschafft. Okay, kommt gleich noch eine Hand. Bin gespannt, kommt noch eine Hand. Aber wie soll ich, da kann ich da drüber, ist mir auch wurscht. Egal, das ist leider Müll. Ghostbusters 2, leider genauso Müll wie Ghostbusters 1. Wobei Ghostbusters 1 vielleicht doch ein Tick schlechter ist. Nein, ich weiß nicht, ist beides gleich Müll. Ende, Game End, so. 11 Minuten Ghostbusters 2 gespielt, 11 Minuten Ghostbusters 1 gespielt, also gut 22 Minuten meines Lebens in die Tonne getreten. Danke Activision, danke für diese Erfahrung. Not. Ja, ein bisschen abhaten muss auch mal sein. Da unten abonnieren, jeden Tag ein neues NES-Video, hoffentlich mit besseren Spielen als heute. Da drüben könnt ihr gleich mal weiterschauen, was es sonst noch so alles gibt. Ansonsten Kommentare, ich freue mich über Kommentare. Falls ihr das Spiel damals hattet, bitte Bescheid geben und schreiben, wie es so war. Und Daumen hoch natürlich nicht vergessen. Daumen hoch. So schaut's aus.